Wir sind gerade beim ASCO Birgitnau. Seit 2 Jahren machen wir unsere Veranstaltung hier. Was im Hintergrund läuft, das ist unser 6. Integrationsfußballturnier. Jedes Jahr haben wir verschiedene Mottos und heuer unser Motto heißt Friedlich miteinander. Neben unserem Fußballangebot oder Fußballturnier haben wir auch andere Veranstaltungen wie afghanische Handwerke halt, oder traditionelle Sachen zum Ausstellen, Schachspiel. Ziel des Projekts ist, dass wir ehemalige Flüchtlinge auch die neu kommenden Flüchtlinge Kontakt, Vernetzung miteinander austauschen und auch miteinander die neu kommenden Flüchtlinge, die Unterstützung und Hilfe brauchen, auch von ehemaligen Flüchtlingen auch geleistet werden und die ehemaligen Flüchtlinge auch den neu kommenden Unterstützung helfen. Das Ziel ist eigentlich, ein gemeinsames Miteinander zu schaffen, damit wir die Leute, was halt hier neu gekommen sind, einmal erklären, was hier in Österreich darauf Wert gelegt wird, worauf man halt besonders achten muss, wie man halt mit den Leuten umgehen soll. Wir machen jetzt gerade eine Drache. Ich hoffe, das geht. Ich bin zuständig für den Bereich Henna. Ich habe auch natürlich selbst gemacht. Und die Mädchen, also Rosia und Tamana, macht natürlich verschiedene Arten. Also das ist immer sozusagen, es ist Tradition bei uns, dass jeder im Eid seinen eigenen, also seinen Händen mit Henna, also Henna malen. Da hinten haben wir dann die Ausstellung, also kulturelle Ausstellung. Da gibt es alles, was mit Hand, also Handarbeit, alles, was die Frauen eigentlich machen, afghanische Frauen. Ich hätte vielmehr gerne, dass Frauen nicht nur bei Henna-Stand sind, und bei den Frauensachen, dass sie mehr sich auf Fußball und Volleyball konzentrieren, also fokussieren, auch dort hingehen, zuschauen. Die sollen sich mehr für sportliche Aktivitäten begeistern. Body. You know, this is my blood.